Hallo, Fans der Wiener. Mein Name ist Stefan Krohn und ich werde euch heute ein bisschen was über die Gräber der Wiener Helden erzählen. Hinter uns liegt der Heiligenstädter Friedhof. Da fangen wir an mit Vertretern der Gründergeneration, auch der Meistermannschaft von 1955. Das wird sicherlich eine spannende Folge werden. Schaut euch das an. Wo beginnt man am besten die Friedhofstour zu den Wiener Helden? Naja, ich würde sagen, Gruppe 4, Nummer 13, Franz Joly, eines der Gründungsmitglieder und auch der erste Wiener Kapitän. Da kann man schon ganz gut anfangen. Der Franz Joly, Jahrgang 1870, und sein jüngerer Bruder Max, die haben eigentlich den Fußball nach Wien gebracht. Beide Studium der Architektur. Und Franz hat einen Studienaufenthalt in England absolviert, Mitte 20. Da hat er natürlich den Fußball so richtig kennengelernt auf der Insel und hat es dann nach Wien mitgebracht. Sein Vater, der Anton Joly, war Gärtner der Rothschild-Gärtnereien, Garteninspektor, und hat dann gesehen, wie seine Buben auf den Flächen vom Baron Rothschild, auf den Wiesen, angefangen haben, Fußball zu spielen. Das muss eine spannende Zeit gewesen sein, ohne Regeln, ohne gescheite Torstangen, ohne Spielfeldbegrenzungen, einfach drauf losspielen. Aber das hat der Franz mit seinem Bruder, der hat das einfach gemacht. Und was daraus entstanden ist, das sehen wir ja jetzt. 1894 ist die Wiener gegründet worden und heuer feiern wir die Jubiläum von dem Verein. Es hat also in einem Gartenbetrieb angefangen auf der Hohen Warte, und der Franz Joly war einer der ersten, der da mitgewirkt hat. Er war später dann auch Präsident von der Wiener, eine Zeit lang auch Kassier, hat sich auch viel um die Theorie und die Regeln des Fußballs verdient gemacht, hat unter anderem auch gegründet ein Komitee zur Veranstaltung von Fußballwettspielen. Das war sehr wichtig, dadurch konnte die Wiener auch Kontakt zu anderen Mannschaften auf der Insel aufnehmen und entsprechende Gastspiele auch organisieren. Das heißt, der Franz war sowohl spielerisch einer der Pioniere, als auch organisatorisch im Verein und überhaupt für das Fußballwesen in Österreich, und ist daher eigentlich eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit, die hier am Heiligenstädter Friedhof begraben ist. Warum ist das Grab noch da? Das liegt daran, es ist eine Friedhofsdauer gewidmet. Es gibt leider keine Angehörigen mehr. Und sonst wäre das Grab wahrscheinlich schon längst wieder aufgelassen worden und neu vergeben worden. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Und so können wir auch heute noch dieses Grab besuchen. Thank you.